Okay, ich starte, dann testen wir das vorher. Mach mal, vielleicht morgen oder so. So, dann fange ich jetzt an. So, guten Abend. So, ich grüße euch. Ich habe eine neue Frisur. Und Frank, ich mache jetzt zu, weil das Audio funktioniert nicht, ne? Das testen wir dann. Der Frank, dann werden wir dann interviewen. Gerade funktioniert sein Mikro nicht oder so. Okay, bis dann. Ja, heute ist wie jeden Tag 21 Uhr ist eine Sendung mit der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Und ich grüße euch. Ich habe eine neue Frisur. Auch unter anderem oder übermorgen 9 Jahre GTV feiern. Ich schreibe es entsprechend. Heute habe ich es nicht geschafft vorzubereiten. So, ich hoffe. Ja, wunderbar, dass man mich gut hört. Also, meine Sendungen sind eher Internet. Und ich unterrichte jetzt im Moment so nicht Bestimmtes. Also es ist ein Raum, wo wir informieren. Eben, ich wollte jetzt gerade der Frank Schaller interviewen. Der ist auch Mitglied der Akademie Intuitiver Wissenschaftler. Aber sein Mikro ging gerade nicht. Das machen wir. So. Also. Ja, ich muss die Katze rauslassen, sonst miaut die ganze Zeit. So, es gibt Neuigkeiten, entwickelt sich sehr, sehr langsam. Ich hätte gerne sofort die Akademie ganz groß, aber ich muss praktisch Wissenschaftler oder Künstler individuell sprechen. Wir machen Termine, Texte entwerfen, Seminare gemeinsam organisieren, wie zum Beispiel das hier, was jetzt bald, was wir schon angefangen haben, Forschungen, jetzt unsere Forschung zum Manager der Intuition. Das könnt ihr dann sehen in unserer Website. Ich mache mich ein bisschen heller, so ein bisschen beleuchteter. Okay. So, wollt ihr etwas zu meiner Frisur sagen? Nein, noch nicht. Okay. Okay, dann, also die Schritte, die wir machen in der Akademie Intuitiver Wissenschaftler, haben wir neue Schritte jetzt morgen. Morgen wird sich die Akademie Intuitiver Wissenschaftler treffen, erstmal intern, und wir werden unsere nur zu zweit oder zu dritt werden wir die koordinieren. Und dann am Donnerstag. Ne? Deswegen Frank, wenn du auch da kannst, gerne, das sind interne Treffen. Und
neue Aktivitäten. Das war einfach so, dass wir gesagt haben, okay, die individuellen Leute, die in der Akademie etwas mit mir oder mit Sabine, aber untereinander noch nicht viel. Und deswegen treffen wir, ne? Frank, wenn du kannst, sagt, es ist nur intern, ist morgen um 21.30 Uhr nach der Sendung. Okay. So, wisst ihr, was die Akademie ist? Wollt ihr das wissen? Den Link der Sendung auch auf die anderen Webseiten, weil viele schon eher in GTV oder Akademie Intuitive Wissenschaftler. So, 1 und hier, sehr gut. Okay. Okay, wenn ich kann immer ein bisschen was erzählen, sonst mache ich das heute kurz. Viele sind natürlich draußen. Ist so, wie es ist, und freue mich, ich gehe nachher auch wieder raus. Hallo Einer, grüß dich. Ja, endlich ist es ein bisschen warm, ne? Okay, eine der eben die wichtigste Aktivität der Akademie ist das hier. So ist unsere Forschung im Bereich Geist, im Bereich Natur, im Bereich Kommunikation, im Bereich so, dass wir das Gefühl geben können, für die, die zusammenkommen, 1-2 Jahre oder einmal zusammen sind, Informationen, so dass jeder dann lesen kann. Ne? Denn meine Frage ist, okay, du draußen bist im Wald, kannst du die Natur lesen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Der Frank das kann. Für mich ist etwas, wo alle sollten das können. Das können auch alle, aber die wenigsten trauen sich. Man kann in die Ahnenlinie lesen können. Das mache ich seit Jahrzehnten. Nach 10 Minuten bringe ich jeder einigermaßen, gebe ich dem eine individuelle Fähigkeit oder Talente und wird spielweise ein kleiner Schritt gemacht und dann angewendet. So, das, was für viele vielleicht komisch aussehen kann oder Fantasie aussehen kann, ist die Realität. Und deswegen zeige ich euch wieder diese, was wir so, eben die Familiengenetik, so dass jeder ins Familiensystem lesen kann. Manager der Intuition, ob jetzt jemand in einer Firma arbeitet oder für die eigene Familie oder. Ne? So, wir wissen, wir duschen. Also das hier ist das erste, was wir entwickelt haben, so richtig, so in dieser Form. Ne? Wesenshygiene, man duscht, und ganz wichtig jetzt, tägliche Wesenshygiene, das duscht.
Und das ist wichtig, Kultur, das ist, sollte täglich gemacht werden, gelernt werden, die Neuprogrammierung, unabhängig von alles, was mich ausmacht, jetzt wieder, unabhängig von alles, was mich ausmacht, sollte ich neu programmieren lernen, weil wenn die ganzen Familienthemen weg sind und ich bin in Nullpunkt, dann passiert nichts. Also irgendetwas, ein Wunsch, eine Richtung, neue Talente, neue Abenteuer ist wichtig zu entscheiden. Ne? So, das Modul Natur, intuitive Naturwissenschaft. Wir wissen, Naturwissenschaft, wenn man nur das Wort sagt, die Leute denken, dass es das ist, was man normalerweise lernt. Naturwissenschaft ist, es gibt noch keine Bibel. Wer kann schon die Natur lesen? Die können es sezieren, klassifizieren, aber das ist für mich keine Wissenschaft. Naturwissenschaft ist so, wie die Gabriele Bodmer das Pflanzen lesen können, kommunizieren können. Wer das nicht kann, soll hier zu uns in die Schule kommen. Auch die Familiengenetik, die Wesenshygiene, was es zu reinigen gibt bei mir, die Wertschätzung, die Nahrung lesen können, intuitiv Kunst machen können, sich selbst mit Kunst ermächtigen und heilen. Das Gesetz der Resonanz, die Selbststeuerung des Körpers, dass wir das Ganze steuern, die Emotionen, dass die gut sind. Wut ist eine Kraft. Und wenn sie verstanden wird, wird dann anders eingesetzt. Wie der Magnetismus funktioniert und so weiter. Ja, und das heißt, dass für diesen Projekt wird jeder das Beste lehren, jeder der 18 Dozenten, alles ist noch im Aufbau und mal gucken. Ne? Wir haben schon begonnen und es ist auch international ja, und du kannst auch dabei sein. Es gibt keine Hierarchien, niemand ist doofer oder besser oder weiter. Ich habe das schon gesehen, dass wenn jemand innerlich die Entscheidung trifft und reinkommt, dann ist er schon in der Falle, dann plötzlich merkt er, dass er mit Schwingungen arbeiten kann, dass jemand singen kann, dass jemand kennt, dass jemand das Feld verändern kann oder aufladen kann, Talent, und das geschieht dann meistens unbewusst und es ist gut, das professionell anzuwenden, so dass man einfach guckt, was wie wo macht. Also diese Unbewusstheit, ja, vielleicht kriege ich irgendwann eine Intuition, ja, das ist gut, aber das ist vom letzten Jahrhundert, jetzt dass all diese Fähigkeiten sollen für alle zur Verfügung stehen. Jeder, der soll in diese Fähigkeiten nicht nur ein Zufall sein, dass man irgendwann, irgendwo, irgendwie hinkommt, innere Internet, das lesen können, den Buchstaben ist okay, aber es ist auch magisch. Buchstaben lesen ist keine Zivilisation für mich. Ne? Alle Zivilisationen konnten Luft lesen, Wasser lesen, Dichte, konnten mit Kunst arbeiten, mit Konzerten, Territorien rein.
oder ermächtigen oder Tourismus oder das Wasser verändern und informieren. All diese Sachen sind einfach Sachen der neuen Zeit. Und deswegen diese 18, jeder in seiner Spezialität wird uns dann jeder ein bisschen unterrichten, dann voneinander lernen. Das kann das auch lernen, so dass wir eine große Gruppe von in Europa, wenn du möchtest, wird dann ausgebildet sein oder diese intuitive Intelligenz auf all diese Ebene anzuwenden. Das heißt, dann wirst du dann hier oder dahin kommen. Du ziehst du nach Leipzig oder irgendwo hin. Was machst du vorher? Moment mal, bevor ich nach Düsseldorf ziehe, spüre ich mir die Stadt an. Ne? Was ist in dieser Stadt? Was sind die Themen stehen geblieben? Was sind die und eben, wie gesagt, für einige ist verständlich, machen das sowieso, für andere ist es Kurs, kann man lesen, ja, das ist haben. Territorium lesen können, ist die einzige, was man Intelligenz nennt. Internet, fühlen, wahrnehmen. Deswegen sind wir Menschen. Lade ich ein, zusammenzukommen, voneinander zu lernen. Nicht nur im auch, ich habe ein bisschen hier, ein bisschen da, aber dass wir bei uns allen diesen Kanal so öffnen, dass wir, egal wo wir hingehen, dieses Internet der Natur empfangen können. Ne? Und eben, das ist mein Auftrag und meine Arbeit. Deswegen die Akademie Intuitive Wissenschaftler ist, der eine hat das entwickelt, der andere hat einen anderen Aspekt entwickelt, die verstehen sich nicht. Oder jeder unterrichtet, war schön. Aber ich weiß, was es bedeutet, dann, wenn ein Aspekt von dieser Dozent oder Meister oder Lehrer verbunden werden mit diesen anderen, wie ein Puzzlespiel, Akademie Intuitive Wissenschaftler, wo plötzlich, wenn alle aktiv werden und wenn alle, jeder mit Demut, mit gerne, ohne Konkurrenz, ohne das und ohne jenes, wird jeder dann, wenn jeder das macht, dann wird diese neue Kultur entwickeln, weil im Moment die dunkle Kräfte sind weniger. Ne? Schön. Danke für das Teilen des Videos. Heute nur so, aber ich denke, dass es wichtig ist und dass es gut ist. Ja, und eben, deswegen haben wir morgen und Donnerstag treffen wir uns intern und bin gespannt, was wir für neue Projekte starten. Ne? Ich meine, wir haben schon viel gemacht, aber ich sehe, dass diese in Europa diese Superintelligenz sich nur entwickeln kann. Meister, wo du bist auch ein Meister, zusammenkommen, ergänzend, in Hingabe, in die eigene zeigt und lehrt und lernt von den anderen, dann erkennt man die Zusammenhänge. In der Politik, jeder sagt das und jenes, aber die Zusammenhänge, worum es wirklich geht, erkennt man. Aber wer Manager der Intuition ist, wer das entwickelt, bevor er irgendetwas macht, dann sagt er, Moment, okay, jetzt
möchte ich diese neue Arbeit nehmen. Kam vor kurzem jemand, der sagte, ah, Jit, ich habe da und da gearbeitet. Und da war doch nichts. Ne? Ich sagte, okay, ja, lernen, du kannst es. Komm in unsere ständige Forschung, lebenslangen Forschen. Für mich ist nicht die Sache, dass ich ab und zu mache. Das mache ich beratungsmäßig, das mache ich gerne. Aber ich brauche immer einige Freunde, die mit denen ich weiter und weiter und weiter. Und das ist meine große Freude. Das Mikro, da kann man gut hören, ja. Ne? Das mache ich natürlich für mich, ne, weil ich bin begrenzt und ich habe oft gesehen, für meine Themen, Rücken oder was weiß ich was, dann habe ich mit denen gesprochen, mit euch auch machen, wenn sie irgendetwas Kompliziertes haben. Und alle, die im Bereich Geist arbeiten, sind kompliziert, weil die haben schon vieles bearbeitet. Dann habe ich mit mehreren Leuten gesprochen, dann habe ich mir das selber gemacht, die Zusammenfassung und die Ergänzung von das, was die einsetzen. Und dann kam das Aha, dann habe ich die Zusammenhänge erkannt und dann wusste ich und dann konnte ich das auch verändern. Ne? Vincenzo! Ihr könnt in den Chat schreiben, so wie manche das tun. Vincenzo sagt, ich bin sehr gut, ich bin Italiener und Deutsch in der Sprache. Hey Vincenzo, ja, Vincenzo wollte, als in viele reinkommen wollten, ich zeige es euch. Vincenzo, anche tu dovresti entrare qui nell'Accademia degli Scienziati Intuitivi. Wir haben mit hunderte von Dozenten gearbeitet. Ja, ich lese, das könnt ihr euch dann anschauen. Ne? Also wunderbare Leute. Also, und sind natürlich viel mehr, die ich einfach manchmal vergessen habe, oder so Österreich, Schweiz, Frankreich, Ungarn, Italien. Alle anderen, die ich noch nicht, also hier auf dieser Seite sind auch die Interview, die einzelnen Interview und ja. So, wenn ihr, also ich mache den Link auf Facebook Dr. Jit Liuzzi und mache die Verlinkung auch in andere Webseiten. Das heißt, geht immer, weil ich kann das nicht immer lesen, wenn ihr woanders schreibt. Die Haupt, wenn ihr drauf klickt und auf die Hauptseite geht, dann dann kann ich lesen, was ihr schreibt, weil ich sehe, dass einige auch. Okay, die Kirsten schreibt gerade, wenn du Interesse hast, nächste Woche könnte ich über das Herzchakra von Europa, Lichtstätte und so. Und zeigen, wie man mit Kraftorte Liebesarbeit machen kann. Noch im Umzug und bald geht es los. Dankeschön, Kirsten, freut mich sehr. Eben, ich freue mich auf Aktivitäten. Im Moment lade ich ein, koche, mach, was es zu tun gibt. Und ja, freue mich auf jeder, der aktiv wird. Ma questi sono scienziati veri o li hai onorato con la tua intuizione? Vincenzo fragt, sind das echte Wissenschaftler
oder Wissenschaftler gemacht. Ti rispondo subito, Vincenzo. Also ein Wissenschaftler, so wie ich das dargestellt habe, ist kein Wissenschaftler. Wissenschaften können schaffen, auch Mathematik lehrt oder Physik und seine Intuition, seine Wahrnehmung nicht funktioniert, ist kein für mich. Und deswegen entwickeln wir diese Studiengänge. Weil kommt aus der Intuition, alle, nichts ist aus dem Denken gekommen oder irgendeine andere Ebene. Ne? Auch durch Beobachten und so ist immer. Vincenzo, gli scienziati sono quelli che utilizzano l'intuizione. Chi non ha studiato l'intuizione come te non è scienziato, si può chiamare come vuole, ascolta l'intuizione è subito scienziato. Per me. So, wer die Intuition trainiert hat, ist ein Wissenschaftler. Für mich. Sich kaufen lassen oder irgendwelche Institute, wo irgendwie Milliarden sind, die was intuitiv sagen, Erkenntnisse haben, ja, aber sonst, ja. Also, ich würde das alles überprüfen und gucken, ob kann, ob jemand ein Territorium lesen kann, ob jemand sagen kann, woher das Organschmerz kommt, wenn die das nicht wissen, nicht funktioniert, irgendwann wissen sie nicht mal, was Wissenschaft ist. Vincenzo fragt, sprichst du von der Intuition als Lebensstil? Parli dell'intuizione come stile di vita. Per me la natura. Non esiste la non intuizione. È come non la possiamo fermare. Cioè non possiamo fermare la intuizione tra la natura e noi. Für mich. Okay, Intuition als Lebensstil. Man kann Intuition, das ist nicht verhindern. Gibt es nicht ohne Intuition. Ich nenne es Intuition. Man kann nicht, wenn ein oder die Luft oder ein Tier oder mein Körper, ich kann nicht mit meinem kommunizieren. Also, ich bin immer verbunden. Und der Beweis sind die Schmerzen oder Krankheiten, die wir produzieren. Jo. Ja, schreib du doch was. Sag doch was. Also eigentlich heute Abend wollte ich vorstellen, aber ich komme nicht dazu, mit den Leuten zu sprechen. Oder faul geworden, weil einige Sachen laufen, dann lasse ich mich einfach auch dann ein bisschen gehen. Ne? Und ja, deswegen, jetzt habe ich ein paar Informationen gegeben, aber ich kann weitermachen, fühle ich mich aber so. Mehr in einem Gespräch, deswegen, grazie Vincenzo. Spero di aver risposto alla tua domanda. So, ja. Weiterreden. Ich rede weiter, wenn ich 5 Herzen bekomme. Continuo a parlare se mi mandate 5 cuori. E vi dico come si fa.
Allora, quando cliccate qui, escono i cuori e fate, mandate i cuori. Ecco, mandatemi qualche cuore, così continuo a parlare. Ah, vediamo, cioè, stanno venendo. Ma jetzt habe ich nicht gesehen, ob die Herzen. Ich habe sie mir geschickt. Aha. Wer war das? Ich habe gesagt, 5 Herzen. Ich habe jetzt bei 1. Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuori ho detto che voglio per continuare a... Ok, 6 Herz, ein bisschen Herz, ein bisschen Geiz, aber ist okay. Quindi Vincenzo, anche tu sei un grande scienziato per me. Non c'è confronto tra le intuizioni che ti vengono. Professore, professore, professore. Vincenzo hat eine große Intuition, der ist Poet, der schreibt Bücher. Und über alle Themen bekommt er auch. Das heißt, die Uniprofessoren, die irgendwo gelesen haben und wiedergeben, die kennen mit Vincenzo nicht halten. Ne? So, gefällt euch meine neue Frisur? Mi piace. Ich war bei meiner Lieblings. Also seit Jahren, seit 6 Jahren, jemand, der intuitiv Haare schneidet, meditativ. Die macht das sehr gut. So, dann, was soll ich noch sagen? Ja, morgen, ihr könnt die Themen aussuchen. Morgen um 20 Uhr ist wieder der Online-Kurs. Ihr könnt auch sagen, welche Thema euch interessiert. Wir können auch deine Wohnung schauen oder dein Lesen. Wir können alles lesen, du auch. Und Donnerstag, ne? Vincenzo, lunedì c'è di nuovo la Conforto, a Mittwoch auf Italienisch. Ist die Frau Dr. Giuliana Conforto, das ist eine der größten für mich Professorinnen für Quantenphysik und Quantentheorie. Und sie wird auch Dozentin sein in diese europäische Forschung zum Meister der Intuition, zu Manager der Intuition. Ok, dicevo, penso lunedì, mercoledì è in italiano alle 20:30. Ich schreibe das jetzt. Er hat eine schwache Leitung. Also, wer Italienisch kann, natürlich, ich werde machen, aber diese Quantenphysiker, die haben schon, es ist unglaublich, was für Erkenntnisse sie hat. Ich schaffe es nicht, das zu übersetzen. Ich staune immer über.
für die Frau Dr. Juliana Conforto macht. Sie ist oft auch in Deutschland. Sie gibt Vorträge und Workshops auch Österreich, Deutschland, Schweiz. Sehr beliebt. Irgendwann werden wir das, werde ich, oder wenn du Lust hast und kannst sagen, du möchtest übersetzen, du kannst gut übersetzen, eine Wissenschaftlerin, dann bist du eingeladen, ne? Gerne. Hallo Heike. Schön, dass ihr da seid. Zumindest ein bisschen Gesellschaft. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch Fragen? Sonst der Kurs, 20 Uhr. Und eben, wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr das sagen oder was mit Intuition zu tun hat. Ne? Ist ein kostenloser Online-Kurs. Haben wir schon viele Themen gehabt. Also die schließen hier sich an diese der Intuition. Hier sind die Dozenten, fehlen noch einige bzw. sind noch nicht drin. Hier sind Termine. Und hier unten sind auch einige Interviews. Ne? Also das Online-Kurs ist alles hier. Umfeld genäht. Allgemeine Informationen, wie unterscheide ich Gedanken und Intuition, das Wesentliche deines Geistes, das Wesentliche in dir, Lesen ohne Buchstaben, hier sind alles frei, keine Anmeldung, musst du nicht deine Adresse geben, musst nichts geben, kannst einfach nur schauen und kannst natürlich machen. Ein Dankeschön, freut mich, musst du aber nicht. Okay, dann Dankeschön und tschüss.